Hallo und herzlich willkommen zurück bei Project Let's Plays und einer weiteren Folge Dishonored 2 auf niedrigem Chaos-Faktor. So, wir sind hier stehen geblieben. Und wir müssen jetzt zu dem Wachturm. Leicht und leise. Warum ist die Tür da offen? Da unten wäre jetzt zum Beispiel noch ein Gemälde. Das mir dann einfach noch fehlt. Wir müssen jetzt gerade schon wieder da hoch. Ja, ich hätte noch ein Stockwerk hochgehen müssen. Weil da ist jetzt der Wachturm, den ich ausschalten muss. Und dann kommt die Ander auch schon angefahren. Natürlich voll auf seinen Helm geballert. Der andere ist... Was? Ist der andere tot? Oh, oh, oh. Überlebt. Was für ein Wunder. Oh nein, der ist vom Schreck runtergeflogen. Ich hoffe, das geht jetzt nicht auf meine Kappe, oder? Ja, wahrscheinlich schon. So wie ich das Spiel kenne, auf jeden Fall. Ich nehme mich hin, dass Sie soweit sind. Ich bin soweit, Megan. Können wir hier weg? Es gefällt mir hier nicht. Bereit? Ja, wir können los. Ja, gehen wir zurück zur Dreadful Whale. Was ist passiert? Hypatia war der Kronenmeuchler. Das ist unmöglich. Der Herzog hat sie dazu gebracht, sich eine falsche Mixtur ihres Serums zu spritzen. Es hat sie verändert. Aber es gab ein Gegenmittel, darum lebt sie noch. Wenn sie sich an die Morde erinnert, muss sie damit leben. Und Sokolov? Sie haben ihn zu einem Mann namens Kirin Jindosch gebracht. Des Herzogs Großerfinder. Angeblich brillant. Noch ein Genie. Genau, was wir brauchten. Oh, es ging nicht auf meine Kappe. Sehr schön. Das war doch jetzt mal eine geile Runde. Null Zivilisten, niemanden getötet, keiner hat mich entdeckt. Schön, so muss das sein. Genau so möchte ich es haben und nicht anders. Die Mission Nummer 3 hat jetzt 45 Minuten gedauert. Uiuiuiui. Hohn habe ich 4 von 6. Ein Gemälde, leider nur. Ein Gemälde, schade. Ja, machen wir direkt weiter. Wir müssen ja noch Sokolov befreien. Ich brauche Anton Sokolov, aber er ist verschwunden. Gefangen von einem Erfinder namens Kirin Jindosch, der hinter den Geheimnissen in seinem Kopf her ist. Jindosch ist der Wahnsinnige, der Karnaka mit mechanischen Tötungsmaschinen ausrüstete. Die Stadt, in der ich aufwuchs und trainierte, in der ich als Junge das Turnier des Herzogs gewann,
Die mechanischen Soldaten sind angeblich Karnakas besten Kämpfern gewachsen. Das werden wir dann noch sehen. Ich muss herausfinden, wo Sokolov gefangen ist und ihn lebend zurückbringen. Ein Genie retten und das andere einsperren, bevor es eine Armee mechanischer Soldaten erschafft. Das wird jetzt knifflig. Das wird richtig schwer. Jetzt schreiben wir erstmal das Reisetagebuch weiter. Untersuchung des Eddermeyer-Instituts. Ich habe Megan Foster genau beobachtet. Vorerst werde ich ihr vertrauen. Ohne sie wäre ich wahrscheinlich wie Emily von Delilahs Magie gefangen. Erst einmal ist diese Kapitänin meine einzige Verbündete, auch wenn sie etwas verbirgt. Hoffentlich wird Anton Sokolov bald zu uns stoßen. Der größte Geist, den es im Kaiserreich je gegeben hat. Berühmt für seine Gemälde und seine Vorliebe für King Street Brandy. Er wurde vom Kronmeuchler entführt. Laut Megan Foster wurde er zuletzt gesehen, als man ihn zum Eddermeyer-Institut geschleppt hat. Ich glaube, der Meuchler ist ein Patient, der vielleicht eine Behandlung braucht. Aber wie schafft ein mörderischer Irrer es, die Drecksarbeit für den Herzog zu erledigen? Die leitende Alchemistin dort ist Alexandria Hypatia. Über sie habe ich nur Gutes gehört, aber wenn sie etwas weiß, werde ich sie zum Reden bringen. Der Kronmeuchler ist fort. Nun zu Jindosh. Alexandria Hypatia. Man nennt sie die Retterin der Bergleute. Herzog Abele hat ihr ein eigenes Serum gegen sie eingesetzt. Aus ihr ein Instrument der Furcht und des Todes gemacht. Aber ich konnte sie heilen. Der Kronmeuchler ist fort. Für immer fort. Trotzdem ist Hypatia bewusst, was sie getan und was das Serum in ihr freigesetzt hat. Und das kann kein Serum heilen. Nur die Zeit. Sokolov war nicht im Eddermeyer-Institut. Er wurde von einem konkurrierenden Naturphilosophen entführt, Kirin Jindosh, Großerfinder und Erbauer der mechanischen Soldaten. Angeblich ist Jindosh ehrgeiziger und eigenartiger, als es Sokolov jemals war. Doch Sokolov ist der größte Geist des Kaiserreichs. Und ich will ihn an meiner Seite haben. Denn wenn er für Jindosh arbeiten würde, könnte das Böse enden. Die Dreadful Whale, was für ein seltsamer Name. Auf diesem Schiff kommt man nur schwer zum Schlafen. Ich werde lieber von einem Sturm umhergewirbelt, als das ständig unregelmäßige Schaukeln der Wellen erleben zu müssen. Ich weiß noch, wie ich während der Seuche vor all den Jahren von Land zu Land gesegelt bin. Jasmine war so voller Hoffnung. Sie vertraute darauf, dass ich durch Verhandlungen Hilfe von anderen Inseln erhalten könnte. Sie dachte, ich wäre ein geschickter Diplomat. Sie dachte, andere würden das in mir sehen, was sie in mir sah. Ich habe sie enttäuscht, genau wie bei meiner Rückkehr. Jetzt braucht Emily mich, aber ich bin älter geworden. Ich kann es spüren wie eine Schwere, wie Sand in meinen Gelenken. Meine Tochter fehlt mir. Wenigstens war sie in einem der schlechten Zeiten da, hat gezeigt und Geschichte im Hornswood Pub erzählt. Ja, da liegt noch ein bisschen Knete rum. Notiz von Megan Foster. Dr. Hypatia braucht einen Ort zum Schlafen, also habe ich das Zeug aus dem unbenutzten Kabine geräumt. Ich konnte das meiste davon verkaufen. Hier ist ihr Anteil. Nicht viel, ich weiß. Malöl ist teuer und steht unter kaiserlichem Rationierungserlass. Aber das wissen sie ja bereits. Okay. Wusste die gute Frau Doktor wirklich nicht, dass sie der Kronmeuchler ist? Vielleicht wollte sie es nur nicht wissen. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Die vielen Gesichter und die Stimme des Herzogs so ermüdend. Dann drückte sie mich nach unten in den Schlaf. Ramsay und der Kronmeuchler. Zwei Teile des Puzzles. Mehr werden folgen. Die Morde des Kronmeuchlers waren dreckig, vulgär. Der Herzog wollte Angst verbreiten. Von Jindosh stammt die Silbergraphie. Schlauer Mann. Seine Erfindung überlebt ihn wohl. Mmh,
was steht denn da Schönes? An alle Einheiten nach dem Desaster von letzter Woche gibt es der große Finder Jindosh folgende Informationen zu seinen mechanischen Soldaten bekannt. Alle Gardisten haben diesen Bericht zu lesen. Der mechanische Soldat ist mit Hülsen und Rüstungsplatten geschützt. Während die zerstört, sind die darunterliegenden empfindlichen Mechanismen frei und ungeschützt. Wird einem Mechanischen den Kopf abgeschlagen, greift er jeden in seiner Nähe an, ob er verbündet oder nicht. Im Klartext sie. Dank der teuren Linse, mit der Mr. Jindosh alle Mechanischen ausgestattet hat, können sie nach vorne und nach hinten schauen. Denken sie daran, wenn mal wieder einer durchknallt. Wenn es ein Idiot schafft, dicht genug ranzukommen, kann er eine kleine Schalltafel neu verkabeln und so ihre Auffassung von Freund oder Feind umkehren. Heißt wieder, sie werden angegriffen. Das ist nicht so leicht. Drehen wir mal mit Dr. Hypatia. Ja? Megan ist bestimmt an Deck. Oh, Sie sind es. Bleib. Hypatia, woran erinnern Sie sich? Ich suche Anton Sokolov. Er kann möglicherweise aufdecken, was der Herzog plant. Meine Erinnerungen sind bruchstückhaft. Der Herzog ist eng mit seinem Großerfinder Kirin Jindosh im Bunde. Der hat den Charme einer schwarzen Witwe. Er verehrt und hasst Sokolov zugleich. Wir waren bei Aramis Stilton. Er ist nett. Aber es ist etwas Schlimmes passiert. Nur Erinnerungsfetzen. Tut mir leid. Ruhen Sie sich jetzt aus. Vielleicht hilft uns etwas davon weiter. Ich hoffe es. Ich weiß zwar nicht genau, was Sie für mich getan haben, aber ich schulde Ihnen was für die Hilfe im Eddermeier. Danke. Ich krieg jetzt die ganze Zeit Gratis-Serum. Ich habe noch immer diese Visionen. Ein paar davon. Dr. Hypatias Notizen. Auf einem Schiff mit Freunden, denke ich. Ich habe geschlafen, zum Glück. Ohne die üblichen Albträume. Vielleicht tut mir die Seeluft gut. Kapitän Megan Foster hat mir vorhin etwas Tee gebracht. Eine interessante Frau. Sie scheint zu verstehen, meine zerrissenen Erinnerungen und das Grauen, das sie begleitet. Sobald ich wieder auf Beinen bin, muss ich zurück ins Eddermeier. Die letzten Wochen sind so verschwommen. Was habe ich erreicht? Was ist mit meiner Forschung zum schwarzen Husten? Meine Arbeit ist so einfach entgleist. Ich schließe daraus, dass ich meinen kompletten Zusammenbruch erlitten habe. Ich brauche Zeit, um mich zu erholen. Von würde ich lieber vergessen. Jetzt gehen wir mal zu Megans Schlafplatz, weil die hat nämlich auch immer ein paar interessante Informationen über sich selber. Gelegentlich. Megan Fosters Notizbuch. Ich verstehe langsam, wieso Anton nach Dunwall wollte, um Corvo um Hilfe zu bitten. Er ist beeindruckend. Er fragt mich, ob er wirklich für ein Leben im Palast geschaffen ist. Vielleicht fragt er sich das selbst auch manchmal. Wir hätten gute Freunde sein können früher, als ich noch wie er über die Dächer rannte und meinen Gegner aus dem Schatten belauerte. Ich hoffe, er ist morgen früh noch am Leben, damit ich mich beschweren kann, wenn er wieder zu seinen dreckigen Stiefeln auf den Tisch legt. Ich habe so viele Freunde verloren. Zuerst meinen geliebten Deirdre, danach andere. Den guten alten Aramis Stilton, der vor 3 Jahren verschwunden ist, und jetzt Anton. Vielleicht ist das meine Strafe, ich bringe Unglück. Bitte, Corvo, bring sie ihn zurück. Ich weiß ja, wer die ist, die Megan Forster. Das ist ja die Nikki Rourke. Und zwar die ehemalige Verbündete und Partnerin von Daud. Ach, Sonnenuntergang. Hier in Serkonos. Direkt vor der Stadt Kanaka. Schön. In dieser harten Welt bist du allein. Bis auf wenige Verbündete. So, dann können wir gerade weitermachen. Zeit, dass wir Sokolov holen. Machen wir. Hoffentlich lässt deine Freundin das Boot heil, während wir weg sind. Bereit? Bin bereit. Also gut. Los geht's. Das Maschinenhaus. Anton Sokolov wird im Anwesen von Kirin Jindosh gefangen gehalten, dem Großerfinder des Herzogs, bla 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 bla. Das wird schwer, schon allein da wieder reinzukommen. Vielleicht gibt es noch ein paar andere Wege und ein paar andere Möglichkeiten, da irgendwie
versteckt und unsichtbar hereinzukommen. Schauen wir es uns an. Jindosh ist für den inneren Zirkel des Herzogs wichtig. Die Garde bewacht sein Anwesen und schikaniert Leute, die verdächtig aussehen. Und angeblich wird der Zugang zur Bahnstation durch eine Lichtwand versperrt. Ja, aber es gibt einen Schwarzmarktladen in der Nähe. Die verkaufen unter der Hand. Schon mal ein Kabelwerkzeug benutzt? Ja, ist aber schon lang her. Gut. Überwinden Sie die Lichtwand, dann fahren Sie mit dem Wagen zu Jindoshs Haus. Und es gibt einen Grund, warum die Leute sein Anwesen fürchten. Bis später also. Corvo, kümmern Sie sich um diesen Verrückten und bringen Sie Sokolov zurück. Er bedeutet mir viel. Leicht wird das nicht. Leicht wird das echt nicht. Dann schauen wir mal. Gibt es auch noch ein paar nette Gegenstände, oder? 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 Nee, sieht nicht so aus. Geld sammeln. Viel, viel Geld sammeln. Ich muss eh noch zum Schwarzmarkt. Eben. Gehen wir zum Schwarzhändler erstmal. Und pushen meine Sachen auf. Hier spricht der Herzog. Ich hatte gerade einen Traum. Eine furchtbare rote Welle erhob sich im Meer und rollte auf. Das war ja gut. Gib ihm eins. Ich schrie und fiel aus dem Bett. Das ist nur wenig, noch eins. Aber wenn ich meins esse, nein, ganze Ladung war halt Öl. Einfach drin. Direkt unter ihrer Nase weggeschnappt. Idioten. Und Organe zu Gelee werden und die Knochen im Schlamm liegen. Den armen Idioten, die auf den Gewässern arbeiten, wünsche ich viel Glück. Der Kronos ist ein Land voller hoher Bäume. Tosender Winde und tiefer Silberbergwerke. Überlass den Ozean denen, die keine andere Wahl haben. Schwarzhändler haben natürlich auch immer schöne Sidequests für mich. Sie nicht zur Garde? Sie haben sowas Vertrautes? Ich war ziemlich lange weg aus Karnaka. Ich brauche ein Kabelwerkzeug, so eins, das die Garde benutzt. Keine Fragen, klar? Ja, Sir. Aber ich kann Ihnen gerade nicht helfen. Es kommen ein paar Leute, die haben nicht gerade gute Manieren. Na, Sie wissen schon. Paolo kommt gleich vorbei. Dann bis später. Verstanden. Sie sollten gehen. Wir machen ein andermal Geschäfte. Wie gesagt, Paolo ist unterwegs. Genau, verstecken Sie sich. Das dauert nicht lang. Wir brauchen eine verdammte Gelegenheit. Paolo, auf den treffen wir auch noch später. Ich frage mich, was ich da am besten noch machen kann. Habe ich Ihnen nicht gesagt? Ich sag, das ist nicht gesund, so schwarzes Zeug zu husten. Läuft besser gleich zu einem Arzt damit. Aber will er auf mich hören? Au! Ich brauch 8 neue Messer. Kurze Klingen. Das gute Zeug. Und die leckt ein bisschen. Morley-Stahl. Ich weiß, was du meinst. Ach ja. Letztes Mal hast du mir nämlich irgendeinen Hinterhofmüll gegeben, der sofort stumpf wurde und an Gartenrüstung zerbrochen ist. Da hat man mich auch verarscht. Aber ich mach's wieder gut, Paolo. Geht. Ein Rabatt von 10%? 30, weil ich dich mag. Bis nächste Woche. Oh,
Daran gewöhne ich mich nie. Das ist fair. Das lief nicht sauber und ich bereue es. Du kriegst die Messer, versprochen. Gut, gut. Eigenartige Zeiten. Aufseher im Staubbezirk, eine Hexenkaiserin und mechanische Soldaten, die Adelige beschützen. Alles schlecht fürs Geschäft. Wenn ich mich durchsetze, ist Kanaka in einem Jahr ganz anders. Sie scheinen einen ausgewählten Geschmack zu haben. Die Lage im Land treibt die Preise nach oben, leider. Mal sehen. Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung ihrer Sachen. Erhöht der Bolzenreichweite. Fliegt schneller und weiter. Schnelles Nachladen. Machen wir erstmal das hier und dann. Ein gutes Geschäft. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Material. Da holen wir uns natürlich das Teil hier. Sie werden es nicht bereuen. Kabelwerkzeug. Es war mir eine Freude. Ich hatte mal ein Café unten am Hafen. Aber der Geruch von Fischblut war dort stärker als der von Morgenkaffee. Schlüssel ich zum Aufschließen verkaufen. Des Kartenhäuschen. Ich schlafe meistens im Laden. Die Stadt ist nicht sicher. Schauen Sie mal wieder vorbei. Natürlich. Immer mal wieder gern. Ach, das sind die. Ich will keinen Stress, Alter. Wen haben wir denn da? Wofür ist die Maske da? Geh weiter. Das Ende wird dir nicht gefallen. Oh, so endet es also nicht. Wie endet es denn dann? Mit einem alten Mann, der mir in meiner Stadt Ratschläge erteilt und seine hässliche Maske frisst. Weil mir das nämlich echt gut gefallen würde. Ach nö, ich hab keinen Bock auf so einen Scheiß. Wir dulden keine Rivalen. Jetzt verschwinde. Ja, ja, kein Stress, Alter. Und was ist hier los? Warte. Ich helfe dir beim Suchen. Wo? Die Städte verlassen. Aber beim Blick aus dem Großpalast weiß ich, dass das Lügen sind. Der Konos ist ein Ich kauf euch rum, wenn ihr den Mistkerl findet. Ja, manche Menschen sind arm. Heute faul ist. Und es stimmt, dass in unserer Hauptstadt verlassene Gebäude voller Blutfliegen stehen. Aber es gab schon immer Blutfliegen. Und es wird ja auch widerlich. Das waren keine blaukiefrigen Hexenfische. Ich wollte so viel mit dir erleben. Man trinkt den Wein bis zum letzten Tropfen aus. Danach kommt das nicht. Da hat sich was bewegt. Da ist noch irgendwo ein Outsider-Schrein. Das war in dem Gebäude da drin. Jetzt ist alles was ein wildes Durcheinander. Und wer darf's aufräumen? Auf ich neue Stiefel. Was in der Welt? Kann man hier kaum noch an. Hmm,
wir haben die Zeit aber auch schon erreicht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch natürlich gefallen und abonniert meinen Kanal und gebt mir für das Video ein Like. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein.